Im Clubheim Poolshooters wird ein ganz besonderer Sport betrieben, Billard. Bei den Berliner Meisterschaften der jüngeren Ladies und Damen im Pool Achter geht es richtig zur Sache. Neun Frauen treten gegeneinander an. Unter anderem die jüngste im Feld, Sophie Gräme-Pacheco, und die Favoritin und Europameisterin der Junioren, Veronika Iwanowskaja. Ja, also grundsätzlich trainiere ich 3 bis 4 Mal die Woche, unabhängig welche Meisterschaft oder welches Turnier ansteht. Und diese Woche habe ich mich dann ganz speziell auf Achtball konzentriert, weil das halt die Disziplin ist, die wir heute spielen. Achtball ist die im Amateurbereich populärste Poolbillard-Variante. Sind 7 Bälle in der Tasche, bleibt der schwarze Siegesball. Im Wettkampfsport geht in der Hauptrunde jede gegen jede an den Start. Danach werden die Verlierer- und Gewinnerrunden ausgespielt. Der Wettkampftag beginnt um 11 Uhr. Bis in den Abend hinein sind volle Konzentration, Technik und Grübeln gefordert. Und wie sieht es bei der Favoritin aus? Ist sie zufrieden mit ihrer Leistung? Momentan noch nicht ganz. Ich habe nämlich gerade verloren. Es war ein bisschen unglücklich. Ich habe ein paar blöde Fehler gemacht, die ich hätte vermeiden können. Ich muss auch sagen, dass ich ein wenig ausgelaugt bin, weil die Woche auch sehr anstrengend war. Und gestern hatte ich noch Ligaspieltag. Aber ich bin ja noch im Turnier und die erste Runde habe ich soweit auch ganz gut gespielt. Also bin ich zuversichtlich, dass es reichen wird, um weit zu kommen und sich zu qualifizieren. Die Siegerin der Berliner Meisterschaften fährt dann nämlich zu den deutschen Meisterschaften. Und auch die Jüngste im Feld liebäugelt damit, irgendwann einmal bei den deutschen Meisterschaften zu starten.